Moin moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich grüße euch, Gude. Ja, wie schon in meinem Was hat General Wutzi sich so gekauft Video angekündigt, habe ich hier eine schöne Anime-Figur für euch. Also ich hoffe mal, sie ist schön. Zumindest sah es auf dem Bild schön aus. Ist von der Firma Charm. Ich hoffe, man spricht das so aus. Charm Premium, wie ihr es hier oben schon sehen könnt. Die Packung macht auf jeden Fall schon einiges her. Es ist eine sehr schöne Farbgebung und auch diese ganzen schönen silbernen, leuchtenden, ich will jetzt nicht glitzernd sagen, aber reflektierenden Schriftzüge, das sieht schon schnicke aus, muss ich schon sagen. Ist natürlich ein Original aus Japan. Das merkt man natürlich auch am Preis. Also das gute Stück kam jetzt auf 256 Euro inklusive Versand und ist gar nicht mehr so leicht zu bekommen, muss ich sagen. Ist so eine Succubus-Dame und das sieht echt schön aus. Ich sehe es auch hier im Licht, das reflektiert schön. Also das macht schon was her. Ich bin echt gespannt. Ja, ich muss mich echt zusammenreißen, sie nicht vorab mal aufzumachen, um sie mir anzuschauen. Aber ich habe gedacht, nee, das machen wir wirklich schön zusammen. Ich werde also jetzt gleich tatsächlich genauso überrascht sein wie ihr. Wobei ich es bei den Unboxings generell so mache. Ich packe die dann wirklich hier vor der Kamera das allererste Mal aus. Das hat dann immer so ein bisschen dann auch für mich den Überraschungseffekt. Gut, ich würde sagen, wir ballern uns kurz das Intro um die Ohren und dann schauen wir uns das gute Sahnenstückchen mal an hier. Bis gleich, Leute. So, ich habe die jetzt an der Seite hier mal aufgeschnitten. Ja, das war hier mit so einem kleinen Babbeli hier an der Seite zugeklebt. Und das wird dann hier so seitlich aufgeklappt. Also das ist echt edel, ja. Da kann man nichts sagen. So sieht das Ganze dann aus. Ihr seht die Figur dann hier schon direkt. An der Seite gibt es die Dame dann nochmal als Zeichnung. Ja, das sieht schon cool aus. Ja. Vor allem die Zeichnung ist wirklich sehr, sehr schön. R18, ja. Das könnte fast die Altersfreigabe sein, denn die hat so ein kleines Highlight, was sie kann. Da lassen wir uns später mal überraschen. Aber dann, die Packung sieht wirklich schon sehr, sehr schick aus. Und ja, erster Eindruck ist wirklich schon mal sehr cool. Ich bin mal gespannt. Ich gucke jetzt mal, wie man die gute da rausholt. Ah, okay. Man zieht es nach vorne raus. Ich zeige euch das mal hier. Zack. Und upsel. Gar nicht so einfach mit einer Hand. Zack. So, schauen wir mal, ob da noch irgendwas Interessantes drin liegt. Eine Anleitung. Alter, was ist das für ein Schweinkram hier? Wir hatten das bestellt. Also ich mache das hier alles natürlich für im Auftrag von einem Freund, gell? Das wisst ihr ja. nicht, dass da irgendwelche falschen Behauptungen getroffen werden, gell? So, da haben wir die gute. Jetzt schauen wir mal. Das ist wirklich schön, das ist nur so eine Anleitung. Was mich ein bisschen wundert, das habe ich aber auch in einem anderen Unboxing-Video schon gesehen, auf den Farbbildern, da war auf der Base nochmal so ein fluffy Teppich. So ein weißer, der scheint anscheinend nicht dabei zu sein. Also entweder haben sie sich im Rahmen der Produktion entschieden, den doch wegzulassen. Oder, keine Ahnung, es wurde für die Bilder einfach mit draufgelegt und war nie gedacht, dass es dabei ist. Ja, ist jetzt kein Weltuntergang, aber ich hätte es ganz cool gefunden. Dann hättest du so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gepolstert, gekniet. Ich glaube zwar nicht, dass die sehr kratzanfällig ist. Mal schauen gleich, wie die Base, was eine Lackierung die Base hat. Ja, das hätte halt auch so ein bisschen vom Verkratzen geschützt, ne? Aber gut, wir schauen jetzt einfach mal. Zack. Zack. So. Da haben wir schon die Base, die zeige ich euch gleich. Dann hole ich. Okay.
Okay. Oh ja. Da unten, das lasse ich direkt mal drin liegen, weil sonst wird mein Video direkt gesperrt von YouTube. Ich habe keine Lust, dass mein Video eine... Eieiei. Also da wird mein Kumpel sich freuen. Ich habe keine Lust, dass mein Video mir hier eine Altersbeigabe reintrügelt. So, also, das ist die Base. Ja, ist relativ simpel. Man hat halt hier diesen Taya-Schriftzug drauf. Das wird ihr Name sein. Sweet Little Devil Made Version in 1:6 Complete Figure. Ja, ist so ein bisschen, ja, hat so einen leichten Metallic Look. Und ja, das war es eigentlich. Gell? Was haben wir hier hinten noch? Jo, Haiko. Copyright Charm. Ja, also die sieht schon ganz cool aus. Ne? Es ist dezent, sieht aber schon cool aus in dem Schriftzug. Und das ist jetzt nicht ganz so glitzernd wie auf der Verpackung, aber das leuchtet trotzdem, so reflektiert so ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Fluffy-Teppich da, das wäre schon ganz cool gewesen. So, jetzt schauen wir uns die Kleine mal an. Also sie hat auf jeden Fall ein gewisses Eigengewicht. Die hat jetzt hier ganz schön viele Folien mit dran. Mal schauen, dann wiegt man so wahrscheinlich... Ich werde es ja irgendwie so ein bisschen zerlegen müssen, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Also. Ah, okay, die Flügelchen, das kann man einfach so zur Seite abziehen. Ja, zack, zack. Dann hier vermutlich muss das Köpfchen. Ich versuche mal nicht, dass ich sie irgendwie unsäglich berühre oder so. Oh, hier so, zack. Dann hat man das hier oben. Ja. Okay, der Oberkörper, der muss wohl auch weg. Ja gut, den kann man auf jeden Fall tauschen. Das habe ich gesehen, weil der andere liegt da oben drin. Das steckt auf jeden Fall sehr fest aufeinander. Das finde ich schon mal gut, weil da habe ich immer so Angst, dass es sich alles so, ja, so lapprig anfühlt. Ja? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das scheint aber fast, ja, es ist Kunststoff, als wäre das mit so einem ganz hauchdünnen so Gummiüberzug. Wahrscheinlich, dass das einfach ein bisschen mehr Grip hat. So, und hier, okay, ich denke jetzt mal, da ist auch eine Folie dazwischen. Oh ja, das Bein geht auch ab hier. Ja, das ist echt ganz schön stramm, finde ich gut. Dann hält es auf jeden Fall auch. So, zack, nächste Folie. Und dann haben wir hier hinten ihr kleines Dämonenschwänzchen. Da ist auch nochmal eine Folie drüber. Ich vermute mal. Boah, bitte brechen wir jetzt nicht ab oder so. Zack. So. Ich hoffe, dass YouTube mir jetzt nicht schon das Video sperrt, weil ich habe hier gerade eine Frau zerlegt. Gell? Das ist, also, das muss ja alles nicht sein. So, jetzt versuchen wir hier mal das. Das Schwänzchen ist so ein bisschen gewunden. Da die Folie mal ein bisschen. Das ist aber cool, dass wir fast jedes Teil so ein bisschen nochmal mit so einem Überzug geschützt haben. So, okay, dann bauen wir die mal zusammen. Zack. Zack. So, dann den Oberkörper. Ja, also lässt sich wirklich sehr, sehr locker und sehr gut stecken. Aber der Kopf, ja, der Kopf hat so gefühlt das Hauptgewicht wirklich. Und das war es dann eigentlich. So, dann kommt die Kleine hier drauf. Ja. Und das war's. So, ich schaue euch mal mit der Kamera ein bisschen näher ran. Dass ihr die mal im Detail seht. So. Ich hoffe, das geht. Also, es ist wirklich eine schöne. Da kann man nichts sagen. Ja. Da
Da kann man nicht sagen, gut, jetzt könnte man die Kordel hier nochmal so ein bisschen. Ja, wobei, das passt so eigentlich, gell? Also auch vom Paint Shop her ist es wirklich, wirklich schön. Die Flügelchen, ja, die haben auch, ja, das ist schon cool. Ja, die haben verschiedene Farbnuancen, Farbverläufe innerhalb der Schwingen. Sie ist nicht sehr groß, ich will nicht lügen, 17 cm hoch. Mehr ist es nicht. Gut, das ist halt natürlich der Knienposition geschuldet. Aber ist schön. Ja, so. Mal gucken, das Gesicht, die Augen an sich. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ja, doch, die sind. Nee. Die Augen sehen aus, als wäre das so drauf gedruckt. Irgendwie. Also es sieht schon cool aus. Sieht schon wie gezeichnet aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich drauf gemalt sind, weil die sind wirklich, wie soll ich sagen, perfekt. Es werden die ja drauf gelasert oder sowas, ich kann es euch echt nicht sagen. Ja, aber es ist ein schönes Teil. Ja, wie gesagt, da gibt es noch die Möglichkeit, den Oberkörper zu tauschen. Ja, wie soll ich es umschreiben? Also wenn man ihr das andere, ja, den anderen Oberkörper draufstecken würde, müsste sie sich keine Gedanken machen, dass wenn sie sich irgendwo am Strand zum Sonnen hinlegt, dass sie Bräunungsstreifen bekommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, ich nenne das Kind beim Namen oben ohne. Ja, oben ohne, das geht, ich meine sogar, da bin ich mir nicht sicher, laut Bildern kann man hier sogar das Höschen ausziehen, aber das weiß ich, ich gucke da mal in der Anleitung nach. Also nicht, dass ich es jemals probieren würde, gell? Aber ich will ja meine Zuschauer hier sämtliche Informationen, sämtliche Möglichkeiten preisgeben hier, das ist klar. Gell? Ja, und Tatsache, die kann man hier an der Seite anscheinend, kann man das so abklippen, das Füßchen, und dann kann man das ausziehen. Das ist hier so geklippt oder so. Ja. Also ich werde es nachher mal ausprobieren, natürlich nur, um meine Aussagen auch mit Taten zu stützen. Gell? Ich werde sie selbstverständlich bei mir so angezogen hinstellen. Ja, ja, wisst Bescheid. Aber Ronny, die habe ich Bilder versprochen in der Uncut-Version, die bekommst du auch. Und ja, komm, Dornröschen, die schicke ich auch ungeschnitten. Das mache ich natürlich gern, aber ansonsten, ich kann es euch hier leider, wie gesagt, nicht zeigen, weil ansonsten bekomme ich so eine 18er-Sperre rein. Und ja, das wird meine Zuschauerzahlen nicht gerade nach oben schießen lassen. Gell? Jo, wie gesagt, ist echt schön. Der Paintjob ist schön. Ja, die Augen sind gut gemacht. Wie gesagt, ich glaube kaum, dass die gemalt sind. Auch so vom Oberteil her. Ihr seht ja, die hat ja noch diese Rüschen mit drin. Ja, dann so ein Kettchen, wobei das alles wirklich fest gesculpt ist. Also das baumelt nicht rum oder sowas. Das Zusammenstecken geht einfach, aber man merkt schon, man braucht eine gewisse Kraft, um es zu machen. Also es sitzt wirklich fest. Wie gesagt, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass es dann alles so wabbelig und wackelig ist und nicht hält und auseinanderfällt, wenn man es einmal schräg anguckt. Aber das sitzt wirklich fest zusammen. Andererseits kann man es bei der Preisklasse natürlich auch irgendwo erwarten. Von der Größe her, ja, ist jetzt nicht riesig, weil sie durch die Flügelchen ja auch ein bisschen in die Breite geht. Aber das passt schon. Die nächste bestellt, die ist noch kleiner, die ist eine 13 hoch. Wobei die hat auch so eine kniende Pose. Das ist absolut in Ordnung. Weil wenn man die jetzt mal hier mit meiner Prison School Figur vergleicht, dann wiegt sie schon sehr, sehr klein. Ja, die Füße liegen auch hinten wirklich auf. Ne? Da hat man auch manchmal bei diesen ganzen Bootlegs, die es da so gibt, ne, dass man, wenn man sie so hinkniet, die Füße nicht sauber verarbeitet sind und dann so in der Luft hängen etc. pp. Da merkt man dann schon den Unterschied zu so einer originalen. Natürlich auch was so den Paintjob etc. betrifft. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Liga dann. Ja. Ja, gefällt mir, gutes Teil. Ja, super schöne Details. Diese Drauffahrt, der Paintjob ist gut, die Verarbeitung ist wirklich sauber. Sie hat ein gewisses Eigengewicht, wobei ich fast das Gefühl hatte, dass der Kopf das Schwerste war. Das wundert mich ein bisschen. Schick, schick. Limitiert ist sie meines Wissens nicht. Also zumindest stand jetzt unten auf der Base keine Limitierung oder ähnliches drauf. Aber ich glaube, das ist bei diesen Anime-Figürchen ist das selten so. Das geht meines Wissens meistens erst bei den Statuen los, dass die mit der wirklichen Limitierung daherkommen. Jo, Leute. Ich würde sagen, ich komme zum Fazit und wir sehen uns gleich.
So, ja, ich habe sie eben eigentlich schon angeteasert. Oh, das hebe ich mal alles auf. Denk dran, wenn ihr Figuren kauft, auch du Dornröschen, immer schön hier die Verpackung aufheben, gell? Nicht wegschmeißen. Immer schön aufheben, also auch die Folien, das kommt alles wieder fein säuberlich rein, die Anleitung. Da muss ich nachher nochmal gucken, also im Auftrag meines Kumpels natürlich, wie man die nackig machen kann hier. Und dann probiere ich das mal aus. Ansonsten gefällt es mir sehr gut. Wie gesagt, sie hat ein gutes Eigengewicht. Die Base ist simpel, passt aber dazu. Schade finde ich es, wie gesagt, diesen fluffy Teppich, den hätten sie ruhig irgendwie noch reinpacken können. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn übersehen habe, weil in einem anderen Unboxing war auch nicht dabei. Komischerweise hat ein anderer eine Bootleg ausgepackt und da war es drin. Also das finde ich dann so ein bisschen meh. Hätten sie ruhig machen können, zumindest, dass man sich alternativ einfach drauflegt. Ja, man muss es ja nicht drauflegen. Von der Verarbeitung ist ansonsten wirklich sehr gut. Sie ist wunderschön bemalt, ja, auch so knuffig designt, ja. Kann man wirklich machen und es bleibt ja am Ende des Tages jedem selbst überlassen, willst du halt so haben, ich meine, so mega viel hat sie da jetzt auch nicht an, sind wir mal ehrlich, oder willst du halt ja, oben ohne, komplett nackt, unten ohne, ja, wie man hat das halt möchte. Ich werde es jetzt, wie gesagt, gleich einmal umstecken, einfach mal zu gucken, wie schaut es aus, aber so ganz nackt werde ich es mir wohl tatsächlich nicht ins Regal stellen, sonst musst du sie jedes Mal, wenn du Besuch kriegst, musst du sie mit irgendeiner Deckabdecke oder sowas, ja, das will ich auch nicht. Ja. Ist auf jeden Fall cool. Wie gesagt, 256 Euro habe ich jetzt bezahlt. Man bekommt es aber relativ schwer. Ja, wer wissen will, wo ich sie her habe, der kann mich gerne anschreiben, dem sage ich es dann. Der dürfte noch welche haben. Aber es lohnt sich halt schon. Aber trotzdem, auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man überlegt, es ist schon viel Kohle. Ne? Also fast 260 Euro, da bewegen wir uns schon im Hot Toys-Bereich. Ja, und klar, die Hot Toys bestehen auch aus Kunststoff, ja, aber die haben dann die kompletten Stoffklamotten mit dabei. Was weiß ich hier, der Mikey hat ein Messer, einen Tauschkopf, hier dieses Bettlaken, den leuchtenden Pumpkinhead, den Sarg mit dabei, den Grabstein meine ich, also da ist halt wirklich super viel Zubehör dabei. Ja, und hier, ja, klar, ist halt eine Base dabei und ja, man kann es halt nackig machen. Ne? Und ich denke, genau das treibt den Preis nach oben. Sagen wir, wie es ist. Also ich behaupte, dass drückt den Preis ganz schön nach oben. Aber ist cool, ist ein cooles Ding. Ja, ich meine, so diese ganze Anime-Sparte wird jetzt, denke ich, nie so mein, oh, da hat's ein Haar, wird jetzt nie so mein Hauptgenre sein an Figuren. Und da werde ich mir so vereinzelt Sachen holen, die mir einfach gefallen. Jetzt mal, kommst du her, abgesehen von den Bishoujos, die ich halt so habe, weil die ja dann so die ganzen Horror-Ikonen repräsentieren. Aber die hat mir einfach super gut gefallen und auch die andere, die ich mir bestellt habe, hat mir super gut gefallen. Da schlage ich dann halt auch zu, ne? Weil wenn einem was gefällt, zugreifen. Ich bin jetzt auch nicht der weltgrößte Catwoman-Fan und habe mir auch die letzten Catwomans geholt, weil sie einfach schön sind. Gut, aber jetzt habe ich genug gebabbelt, habe auch wieder über das Ziel ein bisschen hinausgeschossen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, als her damit und bin raus. Nachher startet mein Elden Ring Stream. Ich bin richtig heiß drauf und ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Figuren sammeln, kaufen, beim Abstauben. Macht's gut, ich bin raus, Leute. Ciao.